So, meine Freunde, wir sind zurück bei South Park Director Butthole. Wir haben den guten Randy besiegt und rausgefunden, wer sein Auto zerkratzt. Ich frage mich, ob wir ihm das erzählen können. Ich weiß nur gerade nicht mehr, was wir jetzt... was drücke ich denn für Tasten? Nein, hier. Was wir jetzt finde 20... Ja, haben wir jetzt eine Aufgabe... Wir haben nur Nebenquests aktuell, das heißt, es wird sich wahrscheinlich relativ zeitnah jemand bei uns melden. Haben wir den Sidekick noch dabei? Okay, Arschlord. Zeit, Classy ordentlich auszuquetschen. Verhör gehört zum Superhelden einmal eins. Geh zu Jimmy und finde raus, was sie weiß. Grun, Ende. Okay. Klassifiziert. Geh in Jimmys Zimmer. Also, können wir den Sidekick? Scheiße, warum muss ich Wache schieben? Halt's Maul und schieb Wache, du Kackspast! Ich will auch mit dem Feuer spielen. Hey Mann, wo ist Jasper? Weiß nicht. Ich habe ihn seit 3 Tagen nicht gesehen. Ist in Schwierigkeiten? Sollten wir seinen Eltern sagen? Nein, Mann. Eltern sind dumm. Wahrscheinlich schaut er nur Pornos. Ja. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. So, wo wohnt denn Jimmy? Immer die Straße lang. Hinter Cartman. Na gut. Können wir jetzt hier irgendwie nach oben? Oh Gott, ich hab so viel Hausarbeiten. Ja. Wie könnten wir denn unsere Fähigkeit ausführen? Wir müssen doch irgendwie da hochkommen. Und da oben können wir auch ein Bild anhängen. Achso, hier fehlt praktisch noch Weg. Das war bloß, also war bloß die Turnhalle. Da waren wir ja schon. Ah, geht sie beiden noch nicht lang. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder raus. Wollen wir mal sehen, was Jimmy für uns hat. Schnellreisen machen wir mal nicht. Vielleicht finden wir noch was. Ein bisschen Geld zum Beispiel. Und Brief an Wunderslausch. Okay. Was? Nee, wie konnte ich mir denn... Ah, genau. Katze? Ah, da oben. Okay, aber sie ist direkt wieder weggerannt. Also, du musst einen neuen Zeitfort freischalten, um dieses Rätsel lösen zu können. Okay. Ödland, Velocitor. Was? Velocitor. Artefakt. Okay. Hey, du warst eine starke Schneefrau an, was? Typisch. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wieso? Wow, für jemanden neuen hast du ziemlich viele Follower. Yep. Und gleich noch einen mehr. Esther. Nein. Hi. So langsam wirst du eine richtig große Nummer, Neuer. Lust auf ein Selfie? Yep. Jennifer. Danke, ich bin jetzt dein Fan. Yep. Muss auch Foto machen, Foto. Ach ja, warte nicht. Dauert um so lange. Ich zeig dir, wie man Wheelies macht. Nein. Was ist los? Hast du dich eingeschissen? Geh mal Winkeln wechseln. Wer wohnt denn hier? Wer hat denn hier eine Alien-Flagge auf dem Dach? Ah, wohnt hier der Nerd? Foto? Ein Foto! Oh, ich schnapp mir jetzt ein paar Viertklässler. Die haben wir doch schon besiegt, oder? Ist hier so? Komm und hol sie dir! Ja! Okay, wo sind die Tittenbilder? Ja, kein Scheiß, ich will Tittenbilder, ja? Du hast gesagt, du hast Tittenbilder. Zeig ihnen, was du drauf hast. Bin ich schon dran? Ah, warte. So, was haben wir denn Schönes? Wir haben... Ah, die treffen wir nicht. Können wir hier beide... Beide treffen? Oh ja, sehr geil. Und. Ja. Woher hast du Laser? Ich will auch Laser. Nicht gibt's. Gutes Gefühl
1 Sekunde. Du das so sagst? Ach, dann stehen wir aber neben denen. Egal. Na, fuck. Das vermittelt dir mehr als nur ein Kater. Will ich doch hoffen. Ich hab einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Ohne zu zocken. Respekt. Diabetes-Teil. Ja, aber was mit Rückstoß? Da treffen wir einen Kuhn. Das Rückstoß hier? Ich glaube ja. Mann. Diabetes! Bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Oh ne, es war kein Rückstoß, aber wir haben Schutz. Okay. Ich guck mir Schwachteln. Wer ist das nächste Ziel meiner ganzen Gruppe? Oh, scheiße. Voll machen. Fühlt den Zorn von Humankind! Ein Hörklässler mit einem Drachen. Ja. Yeah. Okay, machen wir das. Ah, fuck. Laser-Augen gefällt mir. Ich verlasse mich auf dich. So, jetzt können wir die beiden zurückschlagen. Oder alle drei sogar? Wenn ich hier stehe, müsste ich doch alle drei treffen. Jawohl. Und wir haben Rückstoß. Einer kriegt mehr Schaden. Ja. Ziemlich cooler Move. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. So, mal schauen. Kuhn! Ja! Sieht auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir weh tust. Ja. Oh oh. Lass dich da mal dran passieren. Hier. Kettendiabetes ist kampfbereit. So, mal sehen. Macht den Diattackenstöß, geht zurück und verlangsamt sie. Bietet Schutz. Wir treffen. 2. Machen wir das doch. Ja, bitte. Ja. Sag mal, hast du zugenommen? Vierklässler versohlen. Geile Sache. Ah. Nein, eine Pissbombe. Ich geht. Für Vierklässler seid ihr echt sehr erbrocken. So, Humankind. Wir treffen wir eigentlich nur ihn oder ihn, wenn wir hier vorgehen. Ah ne, wir können uns natürlich auch hier hinstellen. Ich sagen, versuchen wir ihm den Rest zu geben. Ja, genau, bleib liegen, du dreckiger Sechsklässler. Okay, okay. Dann kommen wir hier. Ja, stehen bleiben und treffen ihn. Dann bleiben wir lieber hier stehen. Ja! Kriege für die Gerechtigkeit, sehr gut! Jetzt endet der Rest deines Lebens. Fügt Blutschaden hinzu. Aber ich glaube, die Attacke von Humankind ist wesentlich stärker. Also greifen wir erstmal normal an. Oh, da bluten die auch, ja. Ach. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Ah, nein, Kuhn. Ich werde dich. Nein. Ich bin dran. Ja, danach sind sie verlangsamt. Ich fühle mich so schwer. Nein, Captain Diabetes. Nein. Da möchte man echt in die Stadt.
Oh ja, genau das willst du, lieber Humankind. Ich bin so wütend. Ja. Darf ich darüber lachen, oder? Einer müsste gleich umfallen von allein. Also können wir uns auf ihn hier konzentrieren. Wenn wir aber so nicht treffen. Außer natürlich, wir stellen uns hier hin und machen den. Und machen jetzt ein bisschen Damage und erneut verlangsamt. So. Das wird nichts mehr, mein Freund. Noch ein Feind fällt durch die Macht von coolen Friends. So. Humankind greift an. Ja. Oh, Laser. So, egal was du machst, lieber Kollege, du bist tot. Was? Er lebt noch? Captain Diabetes, ab zum finalen Schlag. Ja. Yep. Tschüssi. Du hast gewonnen. Ja. Yeah. Was, Sack mit Hundescheiße? Nein, ich will keinen Sack mit Hundescheiße. Igitt. Dankeschön. Musketierriegel, Edgar's Kleber, Trapper und Anker. Ist sonst noch was? Oh. Mäusecode. Das wollte ich schon immer haben. Ja, okay, gut. Mit Chipotle. IG. Chipotle AD. Alter. Ja. Moment. Geht in einer Sekunde weiter. So. Kreditkartenangebot. Ja, warum nicht? Was haben die alle so einen grünen Boden hier? Können wir irgendwas machen? Was? Übereinstimmen? Ah, wir können unsere Zeit geben. Geil! Wie geht's? Ach, geil! Okay, das ist geil. Da haben wir schon ein paar Sachen gesehen. Ich sehe was. Sturmanzug, Kostüm. Sturmhandschuhe, geil. Das ist ja nice. Okay, jetzt wissen wir auch, wie das funktioniert. Da ist noch Lava vom Haus. Na? Fick dich, du Wichser! Was willst du? Ein Selfie machen? Nee. Guck dich mal an mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät. Ja? Was haben wir schon, oder was? Kann man das irgendwie erkennen, dass, ob wir das schon haben? Übrigens ist kein Symbol mehr. Ich nehme an, das reicht. Na, Galasch! Was ist das für Manieren? Huch, wo das denn? Da haben wir. Ah, nicht schon wieder. Dachte ich mir doch. Sag mal, vor allem versucht dir doch zu helfen. Was war jetzt? War ich gerade die Sechstel abgelenkt? Hey, na, der Kunde hat dir doch gesagt, du sollst bei mir vorbeischauen, oder? Ich versuche nur dir zu helfen. Wunderarsch, wo ist dein Problem? Willst du nicht mächtig werden? Verdammte Scheiße! Cartman, kein Stress, kein Stress. Bin doch schon auf dem Weg.
Aber er ist alles voller Sechslasser und Briefkasten. Im Pokémon Go, Strategiebuch. Überall Sechslasser. Ja, wir sind zu weit gelaufen, oder? Oh, wir sind viel zu weit. Scheiße, wir waren schon da. So ein braver Viertklässler. Bisschen näher noch? Ah, halt die Klappe. Gehen wir halt wieder zurück. Ja, noch weiter. Hey, willst du Nacktfotos von deiner Mom sehen? Nein. Pussy, was ne Pussy? Ich hab's wohl schon von deiner. Genau, erste Haus ist es dann hier. Wieso wird denn so weit gerannt hier? Na? Geh mir aus dem Weg, verdammt! Du sitzt! Wäre cool. Das Haus hier mit der Lava, Leute. Ja. Was? Ach, die Nutte! Oh, du bist's wieder. Was geht, Held? Kotz mir bloß nicht ins Gesicht oder so. Hey, Blitzfreak, einer deiner Superkumpel ist hier. Oh, hey, der Kuhn hat gesagt, du sollst die Zeugin befragen. Also los, mach dein Ding. Aber ich bin doch stumm. Oh, sehr schlau. Die Schweigebehandlung kann einen Zeugen echt nervös machen. Okay, ja, ich weiß, dass ihr meine Hilfe braucht, aber ich rede erst, wenn ich meine Medizin hab. Deine Medizin? Ja, ich kann ohne meine Medizin nicht klar denken. Du musst den Shit für mich abholen, okay? Bis ihr mir meine Kackmedizin besorgt habt, erzähle ich euch Zwergen einen Scheißdreck. Ja, also gut. Sieht aus, als hättest du noch mehr Arbeit. Aber bevor du losziehst, zeige ich dir was dir bei der Verbrecherjagd hilft. Oben in meinem Zimmer, schnell. Okay, es ist Zeit, deine Superkräfte aufzurüsten. Stell dich in den DNA-Fibulator. Ach, das kann er am Stück aussprechen, ja. DNA-Fibulator. Ist das hier schönes? Aha. Stoffball, ja. Nein, ich wollte nicht rein. Ach. Gut, Wunderarsch. Ich erkläre dir alles. Okay, erzähl. Oh, Schmerzgrenze DNA, Mutantenstärke DNA, übermenschliche Treffgenauigkeit. Siehst du den Helden-DNS-Wort, den ich dir freigemacht habe? Was du da reinschreibst, wirkt sich stark auf deine Effektivität aus. Ah ja, genau. Okay. Wähle deinen DNS-Platz und drücke A und ja. Wähle etwas, das gut zu deinen Kräften passt. Ein Schadensverstärker kann auch weniger Gesundheit bedeuten und umgekehrt. So wie Steroide deine Eier schrumpfen, angeblich. Was? Nein! Diese rothaarigen DNS, also was? Okay. Hohe Schmerzgrenze. Diese rothaarigen DNS ist äußerst selten und verleiht legendäre Schmerz und Fertigkeit, verbessert deine Fähigkeiten, Treffer anzustecken und lässt dich so länger im Kampf überleben. Mutantenstärke. Verpasst dir eine Spritze mit Homo Superioris Stärke. Passt gut mit Kräften zusammen, die psychischen Schaden anrichten. Übermenschliche Treffer, genau. Verbessert die Hand-Augen-Koordination überirdisch. Auf überirdisches Niveau und erhöht so den Schaden aufgrund des heftigen Gesundheitsabzugs, sollte diese DNS-Veränderung nicht in der Fotos sofort eingesetzt werden. Nee. Ich würde sagen. Wir machen uns mal stärker, oder? Da unten haben wir ja auch eine Tabelle. Was heißt im Hirn minus 14, also minus 25%? Ach so, es ist immer alles 0, bis wir was auswählen praktisch. Macht uns nur stark, lässt aber den Rest. Ich würde sagen, wir nehmen einfach von Anfang erstmal die Stärke, oder? Jetzt weißt du, wie sich wahre Macht anfühlt. Verdammt geile Scheiße. Ja, danke. Ja, hast du kapiert? Dann geh da raus und guck ein paar Leute in den Arsch. Ja, mach ich. Aber erst spüle ich dein Zimmer. Danke. D-Mikrofon.
Spielcontroller. Ja, 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 ja. Hi. Hey! 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 Was denn? Ja. Finden wir hier noch irgendwas? Wieso hat er einen Haufen Zeitungen hier? Wieso? Was soll das? Hey, jetzt sind wir zumindest im Jimmys Haus. Meins. Klebeband. Ein Schlafzimmer. Taschenlampe. So, kann man hier wieder ein Bild runterschießen? Nein. Sonst? Nichts. Na gut. Was noch? Hallo, gib mir das. Oh, ach. Das ist doch gelb. Achso. Ah. Ah, danke schön. Sterne, Kostüm. Sehr gut. Hier, eine benutzte Spritze. Der Schwierigkeitsgrad 4. Toilette der Wormers. Okay. Komm schon! Da, warte, bitte. Mann! Alter, ist das kompliziert! Ah, egal. Eieieiei. No, wir haben nicht geschafft. Scheiße. Egal. Haben wir hier schon? Ne, das ist Jimmys Zimmer. Genau. Und das Schlafzimmer. Hi, wie geht's? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Aber nichts Gestörtes. Ich glaube nicht. Was hast du denn da an? Mein Kostüm? Du hast schon eine Hand wäscht die andere. Wie ist dein so bald Name, das Kleinschwanzwunder? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, aber ja, nichts Gestörtes. Ach, komm, hier unten waren wir schon. Waren wir schon? Hi. Schön, dass Jimmy so berühmte Freunde hat. Müsst ihr jetzt ein Foto mit mir machen? Mit Freunden mache ich immer gern Selfies. Juhu, hallo. Mrs. Walmore. Sehr geil. Danke. Grüß Jimmy von mir, wenn du ihn siehst. Nö. Also Otto? Los. Danke, dass du Jimmy hilfst. Yep. Ja. Mr. Walmore. Perfekt. Gute Arbeit. Deine Eltern müssen stolz auf dich sein. Ja, ja, ja. Ich begrüße nur den neuen Freund meines Sohnes in der Nachbarschaft. Ja, hallo. So, ich lasse mein Geschenk da. Großer Gott. So, wir sollen jetzt für sie Drogen kaufen. Ja, was ist das hier oben? Werde stärker, bevor du Jimmys Haus verlässt. Unter empfohlener Machtstufe. Was? Müssen wir uns vielleicht neu ausrüsten? Artefakte. Heldenrang 5, okay. Der hat ja plus 10, haben wir ja nichts anderes. Das Genitalisman, ein mächtiger Kanal für Schwarzmagie, was geborgen aus der Unterwelt von in Wendys Schrank. Geht. Ja, gut.
Ist schon ein bisschen eklig. Was haben wir denn hier eigentlich noch alles? Kostüme, Verbündete, Charakterbogen. Ja, eigentlich nichts. So. Crime is out of control in our town. Kuhn and friends are this city's only hope. Alright, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class, there's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris and get a penile enhancement and fuck French chicks. Super Craig.